Pete Schönberg verzichten, der verletzte sich beim Aufwärmen. Zu Beginn entwickelte sich ein munteres Spielchen. Erfurt mit guten Möglichkeiten, die große Chance für Ronny Hebestreit und für Ante Markisic im Nachsetzen. Das nach gut einer Viertelstunde. Dynamo am Anfang noch zurückhaltend, wartete auf Konter. Ronny Ernst, aber Dragan Kavac in höchster Not rettet er für den geschlagenen Kraus. Frank Engel natürlich unzufrieden mit der Torausbeute seiner Schützlinge. Aber wieder der FC Rot-Weiß, Jens Große mit der viel zitierten 100%. In der zweiten Hälfte wurde es bunt. Zuerst sah Niki Magliza gelb-rot wegen Ballwegschlagens und dann flog auch noch Andrei Roslakow wegen Foulspiels vom Platz. Und das der Freistoß direkt nach der roten Karte für den Erfurter. Igor Lasic trifft zum 1:0 aus Dresdner Sicht nach 62 Minuten. Die Führung ein wenig schmeichelhaft. RWE hatte da noch gute Möglichkeiten zum Ausgleich zu kommen, wie hier durch Markisic, aber es blieb beim 0:2.